Willkommen zurück bei der Stoic Challenge Dark Souls 3 mit Philosophie aus dem Salzstreuer drüber. Es gibt eine Menge von Updates, die ich durchgeben muss. Das allererste gleich, es tut mir leid. Ich weiß, es guckt eh keiner im Moment diese Videos, aber vielleicht guckt ja irgendwann mal einer. Und da werden jetzt kleine Lücken drin sein. Es gab ja schon ein paar Lücken und die Lücken jetzt liegen dran, dass ich in meinem verwirrten Kopf, wegen der Hitze wahrscheinlich verwirrt, dachte, dass ein paar von den Dingen, die ich jetzt gemacht habe, nicht so interessant sind, weil das einfach nur alte, aufgearbeitete, offene Enden waren und die deswegen ohne Aufnahme gemacht habe und mir dann nachträglich gedacht habe, das ist natürlich totaler Blödsinn. Und klar, die beiden Sullivan's Beasts zum Beispiel habe ich erledigt in diesem unterirdischen Reservoir da. Das wäre natürlich anstrengend geworden, weil da musste ich auch mehrere Anläufe nehmen. Jetzt nicht 27 wie bei der Tänzerin, aber schon ein paar. Aber die hätte ich ja wieder zusammenschneiden können oder auch nur den erfolgreichen dann ins finale Video tun. Ist jetzt ein bisschen schade. Also es gibt jetzt ein paar Sachen, die ich gemacht habe und die aber nicht zu sehen sind. Hier, bevor ich das mal kurz aufliste, aber erst noch hier ein loses Ende. Ich habe ja, als ich zuletzt hier oben in Anolondo war, hier sind wir oben vor dem Bossraum von Aldrich, vermutet, dass das da drüben ein Gebäude ist, in dem wir noch nicht waren. Aber mittlerweile ist mir klar geworden, dass da oben ist ja der High Wall of Lothric, wo es jetzt weitergeht, nachdem die Tänzerin tot ist. Da ist diese Brücke, das heißt, da drunter sind die Sümpfe, das da drüben ist Farron Keep, in dem die Abyss Watchers waren. Und das da oben ist hinter dem Undead Settlement, was auf diesem Felsvorsprung ja gelegen ist, was man jetzt nicht sieht, weil da Felsen im Weg sind. Das ist einfach die Cathedral of the Deep. Auch das jetzt wieder für die paar wenigen Seelen, die das hier verfolgen. Das ist kein rätselhafter neuer Schauplatz. Da waren wir schon, das ist abgehakt. Ebenso natürlich unten Irithyll. Nur das da oben, das ist ja das Gebäude, was man auch sieht, wenn man aus Pontiff Sullivans Kirche rauskommt. Da werden wir wahrscheinlich noch hingehen. Alles andere ist erledigt. So, was habe ich gemacht an offenen Enden? Wie gesagt, ich habe die beiden Sullivan's Beasts erledigt. Es stellte sich dann am Ende raus, das Geheimnis ist, dass man, also erstens, was ich ja schon versucht habe, diese Plunge Attack von der Leiter, das funktioniert ganz gut. Man kann vorher, wenn die zum Angriff angerannt kommen, die kommen nicht beliebig weit gerannt, sondern die haben so eine bestimmte Reichweite und da bleiben sie stehen und machen einen Angriff, egal ob man da ist oder nicht. Und wenn der Angriff zu Ende ist, stehen sie da kurz und dann kann man ein paar Treffer anbringen. Und dann kann man noch einen Treffer anbringen, direkt nachdem man von der Leiter gesprungen ist. Und das stellte sich raus, dass das reicht schon mit dem abgegradeten Schwert. Ich habe das Schwert jetzt abgegradet. Ich habe außerdem mehrere Mimik-Truhen, die ich stehen lassen habe, weil die Mimics so lästig sind in diesem Spiel, erledigt. Da gab es einen Estus Shard, ich glaube zwei Estus Shards sogar, habe ich noch abgeräumt und einen Bone Shard. Das heißt, auch die Estus Flasche ist jetzt aufgewertet einmal, also die jede Füllung stellt jetzt mehr Hitpoints wieder her und es gibt zwei Füllungen mehr. Ich habe den Sandwurm in den Carthus Catacombs erledigt. Das war auch nicht sonderlich schwer mit diesem Schwert. Der bewegt sich immer und bleibt dann zwischendurch immer kurz stehen. Dann kann man hinlaufen, zwei, drei Treffer anbringen und wieder Abstand nehmen, während er wieder eine Runde sich bewegt. Und dann nach drei, vier Wiederholungen davon ist er auch kaputt. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass ich das jetzt alles nicht aufgenommen habe, weil es war letztlich, hat auch gar nicht so lange gedauert. Das Interessante andererseits ist über mein Geschimpfe, wir reden jetzt gleich sowieso noch über mein Geschimpfe in der letzten und vor allem der vorletzten Folge, als ich die Tänzerin erledigt habe. Aber mein Geschimpfe über die Framerate muss ich leider bestätigen, weil ich jetzt gemerkt habe, wenn ich die Aufnahme nicht laufen lasse, ist das ein anderes Spielgefühl. Es ist jetzt, ich habe gerade ein anderes Spiel gespielt, das tatsächlich eine Framerate von um die 5 pro Sekunde hatte. So schlimm ist es hier nicht, weil da kann man dann ja wirklich die Bilder zählen.
fast. Und das, diese Ausmaße nimmt es hier nicht an, aber es ist schon so. Und auch der Input wird manchmal ignoriert aufgrund der Timing-Probleme, glaube ich. Das ist schon ein Handicap. Ich kann nur hoffen, dass das jetzt das restliche Spiel über einigermaßen handhabbar bleibt. So, ich werde jetzt hier mal so lange stehen bleiben, wie ich noch quatsche, weil ich weiß nicht, was uns jetzt hier erwartet. Es gibt drei mögliche Wege. Wir sind ja jetzt oberhalb von der Arena des Kampfes gegen die Tänzerin. Ja, wir suchen uns willkürlich eine Richtung aus. Ich gehe mal nach rechts. Ja, das Geschimpfe, das ist sehr interessant. Das habe ich ja auch schon währenddessen gesagt. Ach, guck mal an, das hat sich schnell erledigt. Weil das so ein bisschen allen Fortschritt der vorigen Folgen wieder aufgehoben hat. Also erstens, und auch das habe ich ja im Kampf schon gesagt, die Erkenntnis ist, ich habe die ganze Zeit am Anfang rumgeschimpft, diese Tänzerin, das ist reines Glück, wenn ich das schaffe, da gibt es gar keinen Beitrag von Fähigkeit, das ist frustrierend, das ist ärgerlich. Und das stimmte ja nicht. Wie man gesehen hat, ich war am Ende deutlich besser und ich habe es nicht aus Glück dann am Ende geschafft, sondern weil ich tatsächlich verstanden habe, wie sind die Angriffe, wie ist das Timing der Angriffe, wann muss ich zurückweichen, wie weit muss ich zurückweichen, wie weit kann ich dranbleiben, um dann möglichst viele Treffer noch reinzubringen, wenn sie gerade Pause macht. Das heißt, erstens stimmte das gar nicht. Und zweitens ist das natürlich auch das Gegenteil der ganzen stoischen Methode, um die sich diese Videoserie hier drehen soll, gewesen. Und das ist schon ein bisschen schade. Und ganz interessant daran wiederum ist, dass das wahrscheinlich passiert ist. Okay, irgendwer hat geschrien. Und wir sind hier in einem unübersichtlichen und sehr dreidimensionalen Bereich des Schlosses. Ein Soul-Item. Ja, das ist durch die Hitze bedingt gewesen und das ist, wie gesagt, eine Erkenntnis, die auch ganz nützlich ist. Dass nämlich, wenn man aus anderen Gründen... geht ja schon wieder gut los hier. Wenn man aus anderen Gründen geschwächt ist, das kennt man ja auch aus der Entscheidungstheorie. Man Schwierigkeiten hat, Dinge, für die man Disziplin braucht. Ich hoffe, das ist jetzt ein Spezialgegner und nicht, was uns hier oben erwartet, weil das ist ein bisschen mühsam. Jetzt haben wir ihn gleich, aber was? Okay. Also wie gesagt, ich hoffe, der respawnt nicht. Ah, Cathedral Knight. Wir werden sehen. Gut. Erstes wieder auffüllen. Das hat jetzt keinen. Ich habe auch irgendwo online eine Tabelle gefunden, wie viel Unterschied diese Undead Bone Shards machen. Es ist leider nicht so viel. Aber wir haben, wie gesagt, mehr Estus-Füllungen. Ich habe jetzt schon drei verbraucht und noch 10. Wir haben jetzt 13. Das ist natürlich ganz gut. Enemy ahead. Who the funk? Ja, es ist ein bisschen schade, dass der Fortschritt rückgängig gemacht ist, aber wie gesagt, die Hitze hat die Verteidigungsfähigkeit reduziert und dann passiert das eben. Und das ist ja auch eine Erkenntnis, die man, wer sich selbst beobachtet, sieht so aus, als könnte man da unterwegs aussteigen. Wer sich selbst beobachtet, weiß das natürlich auch. Das all. Huch. Okay. Was? Einfach durch Anwesenheit hier bin ich jetzt toxisch geworden und der Aufzug ist abgefahren. Das finde ich nicht so gut.
Puh. Ich war ja noch gar nicht tot. Sehr lustig. Okay. Also das ist jetzt so ein bisschen wie das, was wir auf dem Dach ganz am Anfang mal hatten. Die sind jetzt hier offenbar zu Hause. Und unerfreulich. Sehr unerfreulich finde ich, dass man da unten direkt vergiftet wird, wenn man aussteigt. So, jetzt werden wir gleich erfahren, ob dieser Knight respawnt. Ich hoffe, wie gesagt, nicht. Sonst wird das alles ein bisschen anstrengend. Denn ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wie viele Seelen ich hatte, aber ich glaube, so ganz wenig waren es nicht. Die wollen wir schon wieder haben. Das ist auch ein bisschen kurios. Okay. Ich wollte gerade sagen, es wirkt ein bisschen sinnlos, aber offenbar ist es das auch. Also, dass da drüben noch ein zweiter Weg ist, bei dem es nicht... Ah, hier gibt es einen Shortcut später mal. Gut. Ach du Scheiße. Okay. Das ist ein bisschen unerfreulich. Okay. Nein! Ach Mann. Also das ganze Projekt ist so ein bisschen mir über den Kopf gewachsen, weil wir haben jetzt 37 Folgen. Darunter natürlich auch etliche Stunden, die ich nicht... Ich habe ja schon ein paar Mal Sachen off-camera gemacht, damit es ein bisschen... Es ist mittlerweile, wie gesagt, absurd. Ich kann auch ruhig alles filmen, weil es ist eh vollkommen abstrus lang. Und es ist noch kein Ende in Sicht. Und es wird nicht leichter. Und wie gesagt, es ist jetzt gerade nicht so sehr spürbar, wie es im Kampf gegen die Tänzerin war, aber diese Timing- und Schwerfälligkeitsprobleme werden uns schon noch weiterhin beschäftigen. Was ist denn das? Unerfreulich, dass der mich mitten im Angriff stoppen kann. Na gut. Immerhin gibt es Titanite-Chance für die Mühe. Ja, ich weiß nicht, was die... Ach, die habe ich ja runtergerufen, bevor ich gestorben bin. Die Aufzug. Die Hitze ist immer noch... Es ist ein bisschen besser geworden, aber die Hitze ist immer noch vorhanden. Also eine Sache, was ich eh schon dachte, ist, das Ganze hat ja sowieso was von einem Therapievorgang hier. Dieses drüber reden und mit Mechanismen hantieren. So.
ist das hier die interessantere Ausstiegsmöglichkeit. Dann landet man wenigstens nicht in dieser toxischen Brühe da unten. Ach, guck mal an. Sehr gut. Und noch ein Estus Shard. Achso, das war auch genau der Grund, warum wir hier aussteigen sollen. Da ist der unerfreuliche Gesell. Ah, very good. Hm, vielen Dank. That's helpful. Habe ich schon gemerkt. Vor allem ist hier überall dieser blaue Nebel, der mich vergiftet. Was haben wir denn da noch? Hm. Ja, das war wohl nix. Noch so einer. Ist das nötig? Okay, vielleicht sind die mit ein bisschen Übung auch gar nicht so schlimm. Wie immer ist es eine Frage des Timings und der... So, das ist sehr unerfreulich, weil der letzte von denen, weiß ich auch noch, da hatte ich auch gehofft... es sind sogar zwei. Du Scheiße. Und der letzte von denen hat respawned. Und das heißt, vielleicht macht das auch gar keinen Sinn, die... Drei? Sind das drei? Oi wei. Okay, war hier nicht irgendwo ein Item? Hm, vielleicht nicht. Ah doch, da drunter. Hm. Wie unerfreulich. Auch noch ein Item. Vielleicht ist das hier so eine Art Hindernisparcours, wo man versuchen muss, an denen vorbeizukommen, ohne dass sie einen entdecken. Da sind auf jeden Fall zwei Items, die mal vorgemerkt sind. Hm. Ich füll mal auf, wozu hat man denn die Fläschchen? Ich glaube auch nicht, dass das, um nochmal an den Faden anzuschließen, da hinten ist auch noch ein Item, immer wieder abgelenkt. Wie sich das gehört für einen echten Spieler, keine Konzentrationsfähigkeit. Die... Parallele zu einem Therapievorgang. Es gibt natürlich Rückschläge, es gibt natürlich auch... einfach den Effekt, dass selbst Gelerntes erstmal sich eingraben muss und die Tatsache, dass ich jetzt irgendwie erarbeitet habe. Ich glaube, hier bin ich. Hä? Moment. Das ist ein anderer Aufzug. Okay. Ich bin verwirrt, aber. Gucken wir mal aus, wo der hinführt. Vielleicht ist das der Shortcut. Ah, und da gibt es auch nochmal einen Rausroll. Punkt. Hm.
nicht der Shortcut. Hier sind wir ganz woanders gelandet. Das ist ein unübersichtliches Level, scheint mir. Beziehungsweise ein unübersichtliches Design. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Level ist. Jetzt bin ich aber ein bisschen erschrocken. Erstmal Item holen. Bestimmt eine Falle. Ah, klar. Schwert ist, hat Wumms, aber leider ist die Angriffsbewegung vertikal, was bedeutet, dass gegen Gruppen und wenn man nicht locked on ist, ist das suboptimal, weil das nicht automatisch trifft. Aber wie gesagt, die Plusseite, es hat Wumms. Lichter-Item? Ne, da ist einfach nur ein Lichtreflex. Hier ist ein Item. Und da ist eine Tür, bei der ich schon wieder... Oh, noch ein Chunk. Jetzt geht's aber rund hier. Direkt eine... Okay. Ist das jetzt die... guck mal an. Ist doch der Shortcut. Das ist doch schön. Was heißt Shortcut? Es ist eine Möglichkeit, einen Aufzug bis ganz nach unten zu nehmen, der einen nicht vergiftet. Gut, dann nehmen wir den jetzt wieder nach unten und steigen auf der halben Höhe aus. Gucken, wie uns das hinbringt. Ah! Shit. Uff. Da gibt es noch einen Ausstieg. Ach ne, das war der Ausstieg. Den habe ich verpasst. Oder gibt es hier doch keinen? Doch. Ne, hä? Hier. Ja, hier ist es. Okay. Sieht alles sehr ähnlich aus, leider, aber hier waren wir offensichtlich noch nicht. Dragon Scale Ring. Oh. Hallo. Rabimmel, Rabammel, Rabum. Let me kill you dead. Danke fürs Bimmeln. Joa. Wir sind ja jetzt, was den Plot angeht, an dem interessanten Punkt, dass wir nicht mehr so genau wissen, was wir hier eigentlich sollen und wollen. Ich habe den Überblick ein bisschen verloren. Das ist wahrscheinlich der Teil, in dem ich vorhin war. Noch so ein Cathedral Knight. Oh. Ich erhöhe auf 2. Okay. Fangen wir mal mit dem einen da drüben an. Gar keine Treppe. I see. Kann ich mich hinter dich schleichen? Und dir einen reinhauen? Schade. Sehr schade. Aua!
Lass das. Lass das, du Schweinebacke. Also, dafür, dass die alle respawnen, sind die echt ein bisschen heftig. Uff. Naja. Also, ich meine, ich gewinne ja, aber es kostet mich jedes Mal ein, zwei Estus-Flaschen. Ich glaube, ich muss mehr davon hinkriegen. Okay. Also, es ist wie... Die steht. Okay, der droppt jetzt Special Loot. Vielleicht sind die dann jetzt weg, weil. Ja, wir werden sehen. Vielleicht muss man hier auch nicht nochmal durch, wer weiß. Ach, guck mal an. Das ging schnell. Garage. Time for head. Only had a friend for wall ahead. Okay. So viel Zeit muss sein. Das finde ich gut. Bravo. Well done, sir. Or madam. Tja, friend. Haben wir denn einen Freund? Jetzt habe ich extra den Ember drauf getan, aber vielleicht hilft das gar nicht. Is there a friend here who would like to help? It don't look like it. Ah doch, guck mal an. Come on! Also ich habe das immer ganz selbstverständlich gemacht, weil das natürlich auch Teil des Spiels ist und habe mittlerweile auch mitbekommen, dass das unter Hardcore-Dark Souls-Spielern verpönt ist, die Bosse erstmal mit einem Helfer zu versuchen. Ehrensache, dass man es erstmal alleine probiert, aber erstens, wie gesagt, das Spiel bietet den Mechanismus an, warum soll ich ihn denn nicht benutzen? Und zweitens... Ist ja so, auch der Boss härter, hat mehr Health, als wenn ich alleine hingehe. Also es ist irgendwie auch Aufgabe der Spielentwickler, das dann so zu balancieren. Und ich finde es interessanter, wenn man zu zweit ist. Außerdem ist das bei vielen Bossen natürlich auch ein bisschen angenehmer, wenn die Aufmerksamkeit dieser aggressiven Monstrositäten abgelenkt ist. Ist natürlich jetzt... Gut. Ich habe es jetzt gemacht. Ich habe jetzt einen Ember aufgelegt. Beim ersten Mal so eine Sache, weil ich weiß jetzt gar nicht, was mich erwartet. Wir werden sehen. Irgendwas Schlimmes wahrscheinlich. Aha. Ein unförmiges Ding. Mit Gewächs auf dem Rücken. Ach Gott, was ist... You ignorant slaves. Finally taken notice, have you? Of the power of my beloved Ocelot, child of dragons. Who's talking? Well, I will not give him up. For he is all that I have. Understand. Who are you? Who is Ocelot? Cyrus, a consumed king.
cool, dass der Boss während des Kampfes spricht. Das ist nicht erwartet. Das wirkt ein bisschen wie ein Tage auf. Scheiße! Okay. Merken. Nicht in dem Eiseffekt stehen bleiben. Und schon gar nicht drin stecken bleiben. Ich wollte nicht stehen bleiben, aber ich bin nicht rausgekommen. Ja, das wirkt ein bisschen wie eine Tragödie. Dark Souls ist ja eh so angelegt, dass das immer alles so einen Unterton von unausweichlichem Unglück hat. Und dieses verwachsene Ding. Und seine Zuneigung zu Ocelot. Gut, also noch ein Ember. Ich hoffe, ich finde den jetzt wieder, aber ich glaube schon. Wir haben ja den Shortcut aufgemacht und vom Shortcut aus. Ich hoffe, die beiden Knights sind nicht mehr da, aber selbst das mit. Wir könnten natürlich zu Firelink Shrine vorher nochmal gehen und. Let's not. Okay, das war relativ unproblematisch. War hier nicht einer? Ist er runtergefallen? Mhm. Ah, dieses Schwert ist wirklich. Was das Zielen? Nicht so ganz ideal. Okay. Was ist das schon? Oder haben wir. Ach ne, die zwei Knights stehen möglich. Ja, wir müssen erst noch runter. Zu früh gefallen. Osiris, the Consumed King. Der verzehrte König. Verzehrt wovon? Und wie ein König sah das nicht aus. Sah eher aus wie so ein. Soll das Pilzbewuchs sein, was ihm da aus dem Rücken kommt? Konsumt von Pilzen vielleicht? Verwachsen? Verzehrt von irgendeiner Krankheit? Und dieser Schnabel im Gesicht sah jetzt auch nicht unbedingt menschlich aus. Das ist ja typisch Dark Souls. Oh, jetzt habe ich wieder. Naja. Auf dieser Zwischenetage aufsteigen, sonst muss man durch den Sumpf warten. Das müssen wir eh irgendwann, da sind ja jede Menge Items, aber vielleicht nicht jetzt. So, welche Seite war das jetzt nochmal? Okay, es läuft um. Gut, so, jetzt spannende Frage. Sind die beiden. Der ist natürlich da, da bin ich schon ausgegangen, aber der ist ja kein Problem. Ja, bedauerlicherweise. Aber. Frage ist natürlich, müssen wir uns. Oder können wir an den vorbei rennen? Vielleicht lieber nicht. Kurz orientieren, da ist der eine Aufzug. Da ist der andere. Nee, hm. In einem der anderen Türme ist der andere, vielleicht auch in dem da. Moment, der eine Aufzug. Ja, wie auch immer. Ein Problem nach dem anderen lösen.
Wieder zu langsam. Shit. Hörst du auf? Ich brauche meinen Estus. Nein. Oh, nein, 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 nein. Das gibt's doch nicht. Ja, die sind schon unerfreulich und also das vom so das Spieldesign-Gefühl ist, die hätten eigentlich auch ruhig Single-Spawn sein können für meinen Geschmack. Gut, vorbeirennen an denen geht auch nicht. Jetzt habe ich natürlich auch den Ember wieder versemmelt. Hätte ich mir auch nachher auflegen können. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Ich weiß nicht, ob das alles die beste Strategie ist. Ich könnte natürlich auch mal gucken, was da gerade aus ist. Jetzt habe ich ja eh schon wieder die paar tausend Seelen, die ich angehäuft habe, verloren. Was ist das hier für eine Teufelei? Time for enemy. When is it not time for enemy? Es wird wieder viel gestorben heute. Ja, Vorteil ist, jetzt wo die Seelen eh schon weg sind, können wir uns ganz entspannt an die Erkundung machen. Ich habe jetzt gar keine Muße gehabt, zu gucken, ob es da weitergeht oder ob die beiden. Vielleicht ist das ja auch nur eine Sackgasse. Dann wären wir. Vielleicht kann ich den ja direkt hier mit einem. Yes, we can! What? Hat schon Reichweite. Ja, ist leider auch keine Sackgasse, da geht's weiter. Ja. Die Erkundung schreitet voran, aber könnte ein bisschen reibungsloser gehen. Also eine Möglichkeit, die ich habe, ist natürlich, ich bin jetzt noch vom Kampf gegen die Tänzerin bzw. von den anderen Kämpfen hier zweihändig unterwegs. Das heißt vor allem, dass wenn ich blocke, ich nur 65% des Schadens blocke. Das ist zu wenig. Eieiei, der hat aber auch einen Wumms am Leib. Na. Also, ich will jetzt nicht schon wieder anfangen, aber mein Eindruck ist wirklich, das ist ja ein Spiel, bei dem es jetzt nicht wie bei anderen mit sogenannten Quicktime-Events ausgestatteten Spielen nur ums Timing geht. Ganz viel bei Dark Souls ist ja auch,
räumliche Wahrnehmung und räumliche Strategien. Wohin wird der Angriff des Gegners gehen? Das kann man ja immer ablesen aus den Bewegungen, die die machen. Und wohin muss ich ausweichen? Aber viel ist halt schon auch Timing. Und ich habe das Gefühl, das Timing ist gehandicapt dadurch, dass ganz viele Dinge, die ich auslösen will, gar nicht passieren. Eieieiei. Und dann eben durch diese ganzen... Ich kann hier zum Beispiel, ich kann nicht ausweichen. Weil das alles... Ah, ist das ein Wahnsinn. Die Frage ist natürlich, ist das eine technische Schwäche oder, was ja auch eins der Designprinzipien, da habe ich schon, glaube ich, schon drüber geredet, von Dark Souls ist, dass man anders als bei anderen Spielen, wenn man sich umentscheidet und sagt, ich möchte jetzt da nicht angreifen, ich möchte blocken, dann geht das nicht mehr. Wenn man einmal den Angriffsbutton gedrückt hat, dann wird der Angriff ausgeführt. Und wenn man den Blockbutton dann drückt, dann folgt auf den Angriff ein Block. Also zum Teil liegt das nämlich genau daran, dass ich mehrere Sachen hintereinander mache, weil das erste nicht beginnt. Also es ist so eine Mischung, glaube ich, aus der Schwerfälligkeit des Spiels, die durch diese Zeitverzögerung kommt. Dann wird mein Angriff nicht ausgeführt und dann ist mein Instinkt, weil unter Umständen dann der Gegner schon anfängt, seinen eigenen Angriff zu planen. Dann drücke ich Block. Dann wird aber der Angriff doch noch ausgeführt, verspätet und dann kommt so eine Feedback-Schleife und dann fülle ich den Tastaturpuffer quasi mit Angriff, Angriff, Block, Block, Block und habe dann überhaupt keine Kontrolle mehr über den Kampf, weil der Reihe nach einfach diese ganzen Sachen, die alle nicht mehr angemessen sind, weil der Zeitpunkt, zu dem sie sinnvoll gewesen wären, schon vorbei ist, ausgeführt werden. Das ist doch nicht schön. Also, es ist wirklich auch einfach... Schwierig. Ich fürchte, das ist so ein bisschen eine sich selbst sabotierende Unternehmung hier, weil wahrscheinlich genau dadurch, so wie Heisenbergs Unschärfe-Prinzip, dadurch, dass ich aufnehme, wird mir das Spielen quasi verunmöglicht. Das ist eine schwierige Kombination. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass ich wieder dasselbe mache wie beim letzten Mal und dieses Gejammer gar nicht zu, aber es ist schon wieder... Also ich glaube einfach, dass manche Areale in diesem Spiel vielleicht besonders viel Rechenleistung beanspruchen. Ach nö. Das ist aber auch wirklich, also... Ist ja sehr fickrig, wenn das mal trifft. Wozu habe ich denn das Schild? Das ist doch... Cool. Also vielleicht ist es auch einfach mein Poise ist das, glaube ich. Nicht hoch genug. Weil das Schild hilft mir gar nicht. Das ist... Das blockt zwar den Angriff, aber es staggert mich, sodass ich dann mich nicht mehr wehren kann.
Ausweichen funktioniert auch nicht. Ich versuche, um den rumzugehen. Der schlägt einfach hinter mir her. Der dreht sich schneller, als ich um ihn rumgehen kann. Rollen hilft auch nicht, weil er da auch zu schnell für ist. Das heißt, wahrscheinlich Abstand halten ist das Gebot der Stunde und warten, bis seine Angriffe zu Ende sind. So, und jetzt mal gucken, ob... Also, ich glaube im Prinzip ja, aber so nicht. Gut. Klappt so mittel. Mal gucken, wie lang. Ja, wir sind schon wieder bei 50 Minuten. Demnächst. Zwei Gegner, das muss doch möglich sein. Nee. Himmel, Herrgott. Hat der eine Reichweite? Ja, komm du mal mit. Möchtest du nicht? Möchtest du wohl lieber nicht, warte. Was? Buh, okay. Das kann jetzt bedeuten, dass das, was dieser Kleriker da oder was das sein soll, macht, den bufft. Weil das war jetzt, ich glaube, ich hatte nicht ganz voll der Health, aber das war jetzt ein erstaunlich effektiver Angriff, den er da gemacht hat. Vielleicht liegt das an diesem Klingel- und Chorgeräusch. Ja, ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt noch versuche, bevor ich diese Folge für beendet erkläre. Ich glaube, den Consumed King können wir abhaken. Ich bin schon ganz froh, wenn ich... diese zwei einzelnen Gegner hier... Ach, das gibt's doch nicht! Meine Güte! Das ist ja monströs. Jetzt davon. Das mal vorher überlegen müssen. Ja, dieses Areal, anfangs ging es ja ganz gut, aber das stellt sich jetzt genauso anstrengend raus, wie ich das befürchtet habe. Mal gucken, was uns das jetzt für einen Gegenstand eingekauft hat. Ein Soul-Item. Great. It's great. Contraption does not move. Schon wieder ein Shortcut. Very well. Da wird schon wieder schwer gegangen. Das glaube ich jetzt nicht. Boah, ist das unerfreulich. Das Spiel wird seinem Ruf gerecht. Man kann nicht meckern. Ich lerne aber auch nicht dazu. Den Trick haben sie ja schon mal benutzt vor Anno Londo, wo erst einer von diesen Silver Knights die Treppe runterkommt. Und wenn man dann im Kampf gegen den verstrickt ist, kommt der zweite. Und hier derselbe Trick. So, wehe, die sind jetzt beide wieder da.
Oh, what the fuck. Das kann doch nicht wahr sein. Tschö. Okay, das ist halt immer vor dieses Areal, sag ich mal. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, dass ich was übersehe, was die Sache vereinfachen würde. Also ich glaube, auf jeden Fall muss dieser Kleriker weg, bevor der seinen Buff da anbringen kann. So leicht, weil ich ja auch nicht treffe. Ach, das glaube ich nicht. Durch die Säule durch. Beziehungsweise die Säule ignoriert. Ja, ich glaube, immer wieder ein erfolgloses Ründchen. Komm. Scholli, das finde ich alles für Gegner, die bei jedem Versuch da durchzukommen, da stehen. Ein ganz schönes Paket. Also, das kann eigentlich ja nur bedeuten, dass ich irgendwas übersehe. Also sind die ja, das ist ja... Jetzt vom Zeitaufwand her ein bisschen weniger als die Tänzerin, aber von den Anläufen, die ich brauche, bis ich den mal platt kriege, ist das durchaus vergleichbar. Davon abgesehen, dass es ja auch immer wieder mal zweimal in Folge schief geht und dann alle Seelen weg sind. Nee! Das gibt's doch nicht! Lass mich doch mal reagieren auf den Bullshit! Nee! Meine Güte.
This is unpleasant. Also. Letzter Versuch. Denn dann ist die Stunde der Aufnahme wieder voll. Kann auch sein, dass das jetzt während des Kampfes passiert. Für den Fall. Zeitlos. Ach, das. Okay. Das nehme ich als Zeichen. Das war's wieder für heute. Erbärmliche Erfolgsbilanz, aber so ist das halt in diesem Spiel. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs Nicht-Dabeisein. Wiedersehen.